Hey Leute, heute geht es um die beste Lernmethode der Welt, warum ich sie im Medizinstudium angewendet habe und warum sie für dich auch perfekt geeignet ist. Erstmal wollte ich euch danken für den super tollen Support. Wir gehen jetzt schon langsam auf die 12.000 Follower zu und auch für das tolle Feedback von euch, für die vielen Daumen nach oben, die ihr mir immer da lasst und auch für die vielen Kommentare, die ihr mir unten immer reinschreibt und auch für das Feedback, was ich immer hier oben in der Infobox drin habe. Echt super, super toll und das motiviert mich natürlich auch weiterzumachen. Und deswegen mache ich jetzt heute auch das Video über die beste Lernmethode der Welt, weil im letzten Video in der Infobox abgestimmt wurde, über 90% der Leute haben sich gerne ein Video dazu gewünscht. Was ist denn jetzt die beste Lernmethode der Welt? Meiner Meinung nach ist die beste Lernmethode die Karteikarte. Es gibt letztendlich eigentlich zwei Methoden, sich eine Karteikarte zu erstellen. Eine Karteikarte ist die manuelle Eingabe und die andere Karteikarte ist die digitale Eingabe. Fange ich jetzt erstmal direkt mit der manuellen ein und ich werde jetzt so ein bisschen die Vorteile und Nachteile von der Karteikarte euch erzählen. Der Vorteil der manuellen Karteikarte ist, dass du, wenn du die ganzen Sachen zusammenschreibst auf die Karteikarte, sich das einfach schon sehr gut in deinem Kopf einprägt. Auch dadurch, dass du es eben handschriftlich machst in deiner eigenen Handschrift, kannst du dir das einfach sehr gut einprägen. Also ganz egal, ob du es jetzt aus irgendwelchen Skripten, Büchern oder auch aus dem Internet zum Beispiel zusammenfasst, in deinen eigenen Worten und in diese Karteikarte verpackst. Ich habe das selber früher auch gemacht, als ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Ja, da war das so gang und gäbe, viele Studenten haben das gemacht. Und da habe ich dann auch zum Beispiel in Terminologie, hatte ich einfach ein Wort auf der Vorderseite, ein Wort auf der Rückseite, also das lateinische Wort auf der Rückseite und habe mir dadurch ganz, ganz viele Karteikarten gemacht. Ich kann selber gar nicht mehr so genau sagen, wie viele Karteikarten ich per Hand geschrieben habe. Also meine Hand hat auf jeden Fall schon richtig wehgetan, habe so eine Art Karpaltunnelsyndrom. Das werdet ihr im Medizinstudium lernen, was es ist, habe ich mir da fast zugezogen. Also ich habe, wie gesagt, mehrere hunderte Karteikarten gemacht, die sich dann auch irgendwann vermischt haben. Deswegen komme ich jetzt auch direkt zu den Nachteilen der manuellen Karteikarte. Wie ich gerade schon erwähnt habe, habe ich mir viele hundert Karteikarten gemacht. Deswegen ist der Nachteil eben, dass man so viele Karteikarten hat, dass man irgendwann den Überblick verliert. Ja, die Karteikarten vermischen sich dann auch, dann hat man irgendwie die Terminologie mit der Biochemie, mit der Physiologie vermischt und alles geht so durcheinander. Ein weiterer Nachteil ist, dass du natürlich die Karteikarten immer dabei haben musst. Ja, das heißt, du musst dann auch immer morgens dran denken, wenn du aus dem Haus gehst, dir zusätzlich immer noch die Karteikarten mitzunehmen, die du über den Tag lernen möchtest. Das Schlimmste, was mir selber dann auch passiert ist, wenn du die Karteikarten dann irgendwo liegen lässt. Ja? Das kann dir natürlich ganz einfach passieren, wenn du einfach viele Lernunterlagen hast und da geht dann einfach mal die ein oder andere Karteikarte verloren und später in der Prüfung stehst du dann da und denkst so, ah, die Karteikarte habe ich doch eigentlich geschrieben, aber habe sie leider nicht richtig gelernt, weil ich sie verloren habe. Ein Nachteil der manuellen Karteikarte ist natürlich auch, dass man sehr lange dafür braucht. Dadurch, dass man das eben alles handschriftlich macht und sich aus eben verschiedenen Quellen das alles zusammensucht und dann auf eine Karteikarte überträgt, dauert es einfach sehr, sehr lange, bis man die ganzen Karteikarten erstellt hat. Ein weiterer Nachteil ist, dass wenn man einfach schnell was nachschauen will, was man aufgeschrieben hat, muss man dann viele hunderte Karteikarten durchgehen, bis man das eigentliche Stichwort findet, was man eigentlich gerade lernen möchte. Jetzt kommt eine andere Möglichkeit, eine Karteikarte zu erstellen, auf die ich jetzt mittlerweile im Medizinstudium auch umgestiegen bin. Und zwar ist es die digitale Karteikarte. Es gibt natürlich viele Apps und Programme fürs Handy, für Computer, PC, Mac, völlig egal, Android, iOS, gibt jede Menge Programme. Welche ich persönlich verwende, ist das Programm oder die App Anki. Ich werde euch den Link dazu unten in der Infobox verlinken. Und auch dieses Mal werde ich leider nicht dafür bezahlt, dass ich die App bzw. das Programm Anki hier ein bisschen bewerbe, aber es ist meiner Meinung nach einfach das beste Programm für Karteikarten. So, jetzt komme ich kurz zu den Vorteilen. Der allererste Vorteil ist natürlich, dass du die Karteikarte viel schneller erstellen kannst, weil du einfach Copy und Paste aus dem Internet machen kannst. Heutzutage verwendet man sowieso nicht mehr so viele Bücher im Medizinstudium und viele Programme im Internet und Webseiten, die man dafür heutzutage verwendet und dann kann man letztendlich einfach Copy und Paste machen, sich die Karteikarte dadurch viel schneller erstellen. Die Vorteile einer elektronischen Karteikarte sind, dass du sie dir viel schneller erstellen kannst. Dadurch, dass man heutzutage natürlich wirklich sehr, sehr viel Informationen aus dem Internet besorgt, kann man ganz einfach Copy und Paste eben sozusagen von der Webseite direkt in das Programm implementieren. Auch die ganzen Vorlesungen sind ja heutzutage digital erhältlich im Medizinstudium und auch in den anderen Studiengängen und da kann man dann auch einfach Copy und Paste machen. Und man kann natürlich Bilder und Grafiken hinzufügen, was natürlich auch ein Vorteil ist, einfach zur Visualisierung und zu dem besseren Gedächtnis. Und da müsst ihr euch in der Regel auch keine Sorgen machen wegen Copy-Schutzrechten, weil ihr die Karteikarten ja nur für euch selber erstellt. Was der nächste Vorteil ist, zumindest ist es bei dem Programm Anki so, dass man nach einem bestimmten Schema abgefragt wird. Das heißt,
du setzt dich dann jeden Tag hin, machst bestimmte Karteikarten durch und kannst dann entscheiden, ob du das nicht gewusst hast, dann wirst du es in 10 Minuten nochmal abgefragt, ob du es gut gewusst hast, dann wirst du es am nächsten Tag nochmal abgefragt oder ob du es sehr gut gewusst hast, dann wirst du in 7 Tagen oder in 2 Wochen nochmal abgefragt. Und durch dieses System wirst du letztendlich jede Karteikarte über die Zeit 6 bis 7 Mal abgefragt, so lange, bis dann letztendlich die Karteikarte in deinem Langzeitgedächtnis fest verankert ist. Und das finde ich echt eine super gute Technik und die macht dieses Programm eben ganz automatisch. Das heißt, du kannst dich dann eben auf die Karteikarten fokussieren, die du eben noch nicht so gut kannst. Und die, die du sehr gut kannst, die wirst du einfach nicht mehr abgefragt. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Karteikarten jederzeit dabei hat. Das Programm ist so aufgebaut, dass alle Karteikarten in einer Cloud gespeichert sind. Das heißt, du hast es dann auf deinem Computer, du hast es auf deinem Tablet, du hast es auch auf deinem Handy. Das heißt, alles wird miteinander synchronisiert und du musst keine Karteikarten mehr mit raus vor die Tür nehmen. Ja, das heißt, immer wenn du gerade mal eine Minute Zeit hast, kannst du mal kurz auf dein Handy oder kurz auf dein Tablet schauen und einfach mal 10 Fragen irgendwie durchmachen. Und das finde ich schon super, super praktisch, weil dann kannst du die Karteikarten auch nicht mehr verlieren, so wie es mir passiert ist. Der vorletzte Vorteil der digitalen Karteikarte ist, dass man eine Suchfunktion hat. Das heißt, man kann dann zwischen den ganzen Decks von Anatomie, Physiologie, Biochemie, Gynäkologie und den ganzen anderen Fächern, kann man ganz schnell einfach einen Suchbegriff eingeben und man findet sofort die Karteikarte, zu der man mal was geschrieben hat. Das heißt, wenn du irgendwann wirklich ja so viele Karteikarten geschrieben hast, wenn es dann mehrere hundert Karteikarten sind, dann musst du nicht mehr manuell durch alle irgendwie durchschauen, sondern gibst, wie gesagt, einfach den Suchbegriff ein und manchmal erinnerst du dich auch nicht mehr daran, oh, habe ich jetzt wirklich schon mal was dazu geschrieben oder nicht, suchst du schnell, findest direkt und hast direkt deine Karteikarte. Der letzte Vorteil ist, dass der Platz auf der elektronischen Karteikarte natürlich unbegrenzt ist. Wenn du natürlich eine manuelle Karteikarte hast, dann musst du irgendwann aufhören oder letztendlich dann eine zweite Karteikarte anfangen. Bei der digitalen Karteikarte ist das nicht so. Da hast du unbegrenzt Platz, kannst wahnsinnig viel draufschreiben. Das sollte man natürlich nicht unbedingt tun, weil wenn man so eine Karteikarte zu sehr überlädt, dann hat das letztendlich die Funktion einer Karteikarte nicht mehr. Also damit muss man dann auch wieder ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, dass man nicht dauernd zum Laden gehen muss, sich Karteikarten kaufen muss, beziehungsweise halt dann 2 oder 3 Karteikarten für ein Thema sich anlegen muss. Genau. Der meiner Meinung nach einzige Nachteil der elektronischen Karteikarte ist der, dass wenn du die Möglichkeit hast, die Karteikarten so schnell zu erstellen und viel Copy und Paste zu machen, dass du dann eben nicht mehr selber die Karteikarte erstellst. Und dadurch prägt sich das Ganze nicht mehr so gut in deinem Kopf ein. Deswegen sage ich dir, wenn du auf das elektronische System einsteigen oder umsteigen solltest, dann achte einfach darauf, dass du selber Formulierungen machst, also selber viel schreibst oder zumindest das, was du reinkopiert hast, so umänderst und so kürzer auch schreibst, dass es eben für dich in einer verständlichen Form ist. So, das waren jetzt meine Vor- und Nachteile zu der App Anki. Wenn ihr euch das holen wollt, wie gesagt, ich habe es unten in die Infobox gepackt und wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, auch wenn ich jetzt gerade so extrem Werbung dafür mache. Ich sage das einfach nur, weil ich wirklich von dieser App, von dieser Funktion, dieser Karteikartenfunktion auf die digitale Art und Weise wirklich überzeugt bin. Deswegen könnt ihr einfach mal da unten schauen und ich glaube, soweit ich weiß, ist es eben auch für Computer, egal ob Windows oder Mac, also iOS, Apple-System, ist es, soweit ich weiß, kostenlos. Ich glaube, wenn man es dann auf dem Handy und auch auf Tablets haben will, kosten die Apps da ein bisschen was. Also es könnte sein, dass die so zwischen 5 und 20 Euro, ich weiß da jetzt wirklich momentan nicht so genau Bescheid, was da die Preise sind. Da kostet es ein bisschen was. Das ist, wie gesagt, mal eine einmalige Investition. Also meiner Meinung nach lohnt sich das. Und ja, könnt ihr euch gerne überlegen, ob ihr das macht in Zukunft. Wie gesagt, meiner Meinung nach das beste Lernprogramm, beste Lernmethode, die es auf dieser Welt gibt, weil man immer alles dabei hat und auch durch dieses Abfragesystem sich das einfach langfristig in dem Gehirn einprägt. Und deswegen finde ich das wirklich ein super System. Ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Vielen Dank an Steve Heng hier hinter der Kamera. Ich bin hier auch wieder in der Creative Forge in den neuen Räumen. Vielen Dank, dass ich hier drehen durfte. Und ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt mir auch einen Daumen nach oben da lassen. Und wie gesagt, natürlich auch die Glocke aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal auf meinen anderen Social Media Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter, vorbeischauen. Und ja, ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video. Bis dahin, ich freue mich drauf, euer Docmo. Ciao.